2 Jahre sind her. Fibo. Meine lieben Freunde, ich befinde mich auf der Fibo 2019 und heute werden wir mal sehen, was man hier so alles abstauben kann. Schöne Banane reinhauen. Milch rein, gib ihn. Nasi goreng? Ja, und Eier mitnehmen. Warte. Kommt gar nichts raus hier! Da macht er mit dem Fuß, da mache ich mit der Faust. Das war der erste Schlag. Er hat gerade mit dem Fuß gemacht, das war die Faust. Okay, ich mache noch mal. Alle guten Dinge sind bei mir 2. Erstmal eine Stärkung. Dieser Moment, wenn du dann jetzt hier auf dem Fibo stehst und dir die ganzen Muskelpakete hier anschauen willst, aber dann hier hinter mir siehst, dass die sich sogar Muskeln anmalen lassen, dann frage ich mich jetzt hier gerade wirklich, wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Warum haben sehr viele Frauen Zellulite? Durch schlechte Ernährung. Das ist Fakt. Warum haben Männer keine Zellulite? Weil das scheiße aussieht. Dann gehen wir mal zum nächsten Stand. Nicht, dass ich hier am Ende noch eine Lebensmittelvergiftung habe, ne? Ist ein bisschen trocken. Bisschen trocken. Schon besser. Ich probiere mal Haselnuss. Nein. 20% Protein drin. Die kommen hauptsächlich aus den Grillen. Dann haben wir Ballaststoffe mit 10 Gramm circa 100 Gramm und 40 Gramm Kohlenhydrate. Und haben für die Regeneration eigentlich ein ganz gutes Verhältnis von Kohlenhydraten. Boah, jetzt labert die mich hier mit Insekten voll. Ich habe da gar keine Zeit für. Ich will einfach nur fressen. Bah, Insekten. Aber egal, ist umsonst. Ja, da haben wir mal wieder was gelernt. Ja, ich hab's gelernt. Flying Uwe. Richtig korrekter Typ. Aber Kevin Wolters auch ein richtig korrekter Typ.
Aber wenn ich mich mal hier so umgucke, die Ärsche waren auch mal runter. Da ist ja mittlerweile nur noch so ein Kasten. Da ist ja nicht mehr rund, das ist nur noch ein Kasten. Hier. Wollt ihr mal probieren? Alkohol? Alkoholfrei. 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 Genau. Alkoholfreies Proteinbier. 21 Gramm Protein, davon 10 Gramm BCA. Das ist die neue Sorte Grapefruit. Okay, und da? Das ist das Original. Pilz? Kannst du beide mal probieren? Wenn du mit deinen Jungs zusammensitzt, brauchst du ja nicht mehr dein Shake oder dein Wasser, sondern trinkst du Proteinbier. Das ist? Original. Das schmeckt dir wirklich wie Bier. Ja. Das ist vielleicht die Zukunft, aber am besten, wie gesagt, also ich trinke allgemein, egal, gar kein Alkohol, auch wenn es alkoholfrei ist. Ja. Aber schmeckt. Schmeckt. Schmeckt auf jeden Fall. Machst du das? Ja, das ist mir gemacht. Wie sieht es denn da drunter? Echt? Ja, okay. Ja, gut. Ja, ist okay. Ja, da drunter ist schon was. Quäse. Kennt man bestimmt. Können wir einmal mal die Werte sehen? Ich sehe mal was. So, wir haben hier. Aber ich mache doch keine Werbung jetzt hier für die. Was haben wir da für Sorten? Also, hier haben wir Paprika, Chili, Quäse. Ja, was soll ich sagen? Schmeckt scheiße, aber von den Werten her 1A. Ja. Man muss immer ehrlich sein. Was haben wir hier? Vanille? Cheesecake. Und Schoko. Ich würde mal sagen, heute ist all you can eat. Mein Freund, der Bachelor von 2015. Das stimmt sogar. Hast du gemerkt? Ich weiß. Du bist doch mein Freund. Nächstes Jahr gehen wir zu seinem Dschungelcamp. Wenn ich die ganzen Typen hier sehe, da kriege ich ja Komplexe. Was ist da drin? Essen? Ey, kann ich einen haben? Ehrlich? Geil. Cool. Probier mal Kokos. Und die? Die kommt ja gleich. Aber du kommst gleich. Was für Entspannung? Zum Beispiel Leute zum Aufwärmen. Ja, wie macht man das? So wie Massage. Boah, ist schon hart, ne? Boah, das ist krass. Überall. So, jetzt langsam merkt man, dass die Luft sich hier verändert. Testosteron schießt ganz nach oben, also Nase zuhalten. Zu viele Luftpumpen hier. Das ist mein Ernst. Was haben wir da Schöne? Vanille oder Schoko? Also ganz ehrlich, bei einigen Leuten ist das eine Frechheit, dass sie sich hier hinstellen. Weil die einfach nur scheiße aussehen.
gar nicht, dass du hier am Stand bist. Ja, kannst du mal sehen, ne? Cola, Kirsche, Orange. Alle! Also eins ist Fakt, hier auf der FIBO gibt es auf jeden Fall mehr Schränke als bei IKEA. Aber bei IKEA die Schränke sind stabiler. So Freunde, FIBO 2019 ist für mich vorbei. Ich war jetzt hier 5 Stunden, reicht vollkommen. War jetzt 2 Jahre nicht mehr hier und bin auch zum ersten Mal seit langem hier privat. Davor, die Jahre, war ich immer beruflich hier. Werde mir das aber auch für die Zukunft privat nicht mehr geben. Wenn dann nur beruflich. Wenn überhaupt, dann nur beruflich. Mich hat die FIBO hier 2019 nicht geflasht. Die Leute laufen hier rum auf der FIBO, als wenn hier jetzt gleich ein Wettkampf stattfinden wird. Also ganz ehrlich, also richtig lächerlich. Ich trainiere schon 16 Jahre, aber ich sag ganz ehrlich, das ist schon Fremdschämen. Also ich habe mich richtig geschämt, wie einige sich hier präsentieren. Ich kann einfach nur raten, wenn ihr noch nie auf der FIBO wart, dann okay, kommt mal vorbei und macht euer eigenes Ding, zieht euch alles rein. Aber ich würde sagen, einmal reicht auch. Deswegen, mein Name ist Manuel Kamper. Ich wünsche euch, dass ihr richtige Biester werdet und immer schön diszipliniert durchzieht. Fitness. Wir sind im Fitnesswahn. Die ganze Welt ist im Fitnesswahn. Bleibt immer am Eisen. Immer schön das Eisen biegen, Freunde. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen hier. Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und ja, wir sehen uns.